Ja, moin meine Leute, herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die Entenschnute brauchen wir die Psychiatrie, so wie wir es ja schon... Oh, was ist jetzt? Ah, guck mal, doch, wir haben ein bisschen Gewinn gemacht jetzt, Psychiatrie. Patient bitten zu warten. Genau, wir bauen nämlich die Psychiatrie jetzt als nächstes, würde ich sagen. Und da müssen wir mal gucken, wie machen wir denn das jetzt? Also hier könnte ja theoretisch noch was ran. Ach, guck mal hier, warte mal. Wir müssen hier irgendwie den Platz perfekt nutzen. Hier hätten wir so 3x3. Ist halt die Frage, ob wir so eine langgezogene Psychiatrie machen. Das würde theoretisch auch so gehen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen... Wir machen die mal... Ey. Ach komm. Machen wir so 3x3 halt. Packen hier noch was dran. Packen hier noch was ran. Der Raum ist ziemlich groß, ja, sehe ich ein. Wir brauchen noch eine Tür. Die bekommen wir hier. Dann brauchen wir natürlich die Couch. Die packen wir wieder so in den Eingangsbereich, würde ich sagen. Das ist immer ganz gut, ne? Wenn die Leute so reinkommen und dann direkt erstmal... Hier geht's nicht. So wird's gehen. Ja, wir haben ja relativ viel Platz. So, hier kann ich doch bestimmt aber auch den Teppich jetzt... Ja, Leute, guck mal. Also der Teppich, das war eine super Investition. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist perfekt. Zack. Prestige 2. Also auf 4 wäre es schon geil. Ich meine, der Raum ist halt groß. Also eigentlich sollte das doch hinhauen, oder? Hier kriegen wir es nicht hin, aber hier kriegen wir es hin. Behandlungsdinger hier, zack. Machen wir hier nochmal, ne? Ein paar Bücherregale hin. Wir sind jetzt schon auf 3. Okay, das ging wirklich verdammt schnell. Ach, die Blümchen, nicht vergessen. Die Pflanzen, Leute, hier. Ansonsten wird der Raum doch hier wieder... Warte mal, wie ist das hier? 4 dahin, dann müssen wir eigentlich hier hinpacken, ne? Dann haben wir da drüben 4,5 und dort 1, 2, 3, 4,5. Dann ist sie mittig, genau. Und packen wir hier noch eine Pflanze hin. Ah ja, auf Stufe 4, das schaffen wir locker. So. Hier kann ich so oder so nicht mittig platzieren. Dann platzieren wir es einfach an der Wand. Dann fällt das nicht so auf. Das Erleuchtungsposter packen wir hier hin. Natürlich haben wir hier, guckt euch das mal an hier. Wir müssen doch wieder representen hier mit den Zertifikaten und so weiter. Stufe 4 sind wir jetzt sogar schon. Kamin ist halt auch so geil, ne? Dekorationsobjekt. Okay, Wasserspender. Hab noch nicht gesehen, ob die Ärzte und so weiter sich dann da wirklich mal auch was zu trinken wegholen. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Ungültige Wandplatzierung. Okay, dann kommt der Feuerlöscher halt hier hinten hin. Der Abfalleimer, der könnte aber hier hin. Haben immer noch relativ viel Platz. Packen wir hier nochmal einen Aktenschrank hin. So, aber auf 5 zu kommen ist schon schwierig. Also da muss man doch schon ganz schön zubuddern hier. Nehmen wir nochmal hier ein paar Arzneischränke hier hinten ran. Ich glaube, das könnte ganz schön eng werden. Wir können natürlich noch mehr Teppiche legen hier. Wir hier hinten nochmal irgendwie so ein Teppich hin. Hier, zack. Und hier vorne so ein bisschen chaotischer. 5, das wird echt schwer. Hypnostäbe sind auch nochmal gut hier. Zack, so ein Spendenhund. Gehen wir hier hin. Das Zimmer ist so zugekleistert. Obwohl eigentlich nicht. Also ich könnte noch deutlich mehr von diesen Deko-Objekten hier hinpacken. Guck mal hier, dann packen wir hier nochmal so einen Silberstern hin. Und hier kommt nochmal ein Zertifikat hin. Auf Krampf machen wir jetzt hier Stufe 5er Raum daraus. Hier kommt nochmal so ein Silberding hin. Zack. Und wenn wir hier hinten noch das Poster hinpacken,
Dann, oh, reicht es nicht. Hier ist auch noch ein Poster. Nee, ist nicht. Da ist noch ein Poster. Tada! Prestige, Stufe 5. Okay, wenn die Psychiatrie jetzt hier nicht gut ist, dann weiß ich aber auch nicht, Leute. Wir brauchen natürlich noch einen Mitarbeiter, der hier gut qualifiziert ist. Das ist der Typ, würde ich mal sagen. Der ist auf jeden Fall schon 2 Stufen. Löst bei anderen Leuten Übelkeit aus. Das ist schlecht. Ich habe niemanden besseren. Tja, tut mir leid. Weiterbildung freigeschaltet. Tada! Oh, hätte ich den anderen genommen, hätte ich den auf Weiterbildung schicken können. Naja, hätte, Fahrradkette. Wir haben die Weiterbildungslizenz, Leute. Tolle Neuigkeiten! Das Gesundheitsministerium von Two Point hat uns gerade eine Weiterbildungslizenz erteilt. Dadurch können wir unser Personal in jedem unserer Krankenhäuser weiterbilden. Der Bau eines Weiterbildungszimmers ermöglicht es dir, dein Personal zu schulen. Mitarbeiter mit einem freien Weiterbildungsplatz können einen Kurs belegen, um eine neue Qualifikation zu erreichen. Oh yeah. Dann sollten wir überlegen, dass wir Vorsicht Clowns. Oh. Flottering hat in letzter Zeit ein gewisses Problem mit Clowns. Ja, kenne ich. Kenneth, bist du's? Sie sind überall. Anscheinend fliehen sie immer wieder aus dem Wanderzirkus. Ihre Kapriolen können wirklich sehr lästig werden. Wir werden neue Ausrüstung brauchen, um mit ihnen fertig zu werden. Die Orbi-Stiftung hat eine patentierte Methode zur geistigen Neukalibrierung von Clowns entwickelt, die ihnen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft hilft. Man hat uns angeboten, die notwendige Ausrüstung bereitzustellen, sofern wir unsere Fähigkeiten beim Formen unseres eigenen Personals nachweisen können. Das klingt für meine Ohren zwar etwas zwielichtig, aber ich will mir da kein Urteil anmaßen. Bilde einen Mitarbeiter weiter. Ja, ich überlege gerade, ob wir uns irgendwie ein Grundstück holen. Das kostet 30.000. Ist auch wahrscheinlich das Kleinste. Dann könnten wir hier oben so ein Dingens reinballern. So ein Weiterbildungszentrum. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier machen sollten. Ich würde ganz gerne hier zumindest erstmal so ein bisschen Wert drauflegen, dass wir zack und zack, dass wir hier den Bereich haben, wo wir dann unsere Patienten halt dass wir uns hier um unsere Patienten kümmern. Meine Güte, wie schwer kann es denn sein? Scheinbar sehr schwer. Abfalleimer müssen hier überall noch mal ein bisschen hin. Wir wollen ja nicht, dass hier ist hier noch ein Mülleimer? Ja, nee, da vorne ist schon einer, ne? Gut, das passt. Der Medikamentenmixer kann noch immer geupgradet werden. Stimmt. Machen wir das? Nö, machen wir nicht, weil wir keinen Mechaniker haben. Das heißt, entweder stellen wir einen ein. Mechanik. Wir könnten den hier nehmen. Nigella Parker. Und den dann nachher weiterbilden, Leute. Dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Schlechtes Bauchgefühl. Okay, wird auch in der Apotheke geheilt. Perfekt. Ach, guck mal, hier ist schon fertig. Ja, wie groß ist denn dieses Zimmer jetzt, was wir brauchen? Das Fortbildungszimmer. Da, Weiterbildung. Muss mindestens 3x3. Ja, guck mal, es passt doch hier perfekt hin. Machen wir es einfach 4x3. Packen hier direkt eine Tür hin. Und hier ist ein Rednerpult. So wird es ja passen. Obwohl es hier. Das Fenster da ist halt. Arzt in die Arztpraxis, bitte. Packen wir es dahin. Ist halt die Frage, ob ich das. Kriege ich das. Nee, man kann die Fenster da nicht wegmachen. Ne? Dann machen wir das Rednerpult halt hier hin. So. Und Lehrlingstisch. Machen wir direkt 2. Dann können wir wahrscheinlich auch mal 2 Leute hier. Oder machen wir meinetwegen noch einen. So. Erhöht die Klassengröße. Ja, genau. Pflanzen benötigen Wasser. Aber diese Pflanzen, die Wasser benötigen. Hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? kannst du noch ein bisschen näher ran? Dankeschön. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt hier ehrlich gesagt ist. Prestige 3. Reicht das? Können wir hier einen Teppich legen? Ein Whiteboard kann man hier noch machen. Erhöht das Ausstattungslevel. Nee, holen wir uns erstmal nicht. Ein Abfalleimer wäre ja nicht schlecht. Den könnte man doch noch gebrauchen. Hier ein Wasserspender, falls die
Leute mal Durst bekommen. Müssen sie nicht so weit wegrennen. Na, Sekunde. Dann halt hier hin. Dass man hier den Teppich wieder nicht hinpacken kann, ne? Das ist schon wieder so. Das ist jetzt auf 3. Ich meine, was bringt die Prestigestufe denn hier eigentlich? Wahrscheinlich, dass man irgendwie, dass sie schneller lernen oder so. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Kann das denn sein, dass die Psychiatrie unbesetzt ist? Ich habe doch den einen Typen da extra angeheuert. Mann. Da muss eigentlich noch einen rüber, ne? So. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Guck mal hier, dann packen wir hier vorne noch das kleine Hundchen hin. Zack. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Feuerlöscher, Leute, nicht vergessen. Ah ja, stimmt, da war ja was. So. Was kann man hier denn noch hinpacken? Heizungen und sowas brauchen wir aber hier nicht. Bücherregale, bessere Pflanzen. Ist halt die Frage, ob die Pflanzen dann auch mehr Dingens geben. Einen Schrank, ein Schildkrötenterrarium, Fischbecken. Ja, das ist ja... So ein Anatomie-Poster. Aber keine Teppiche. Hier darf es keine Teppiche geben, Leute. Ein Aktenschrank. Ach komm. Packe ich noch ein paar Bilder hin? Warum nicht? Habe ich pausiert? Nee, ich habe nicht pausiert. Ah, ist nicht so wild. Es sei denn, warte mal, was ist denn hier los? Personalherausforderung. Achso, nein. Ah, okay, mach mal kurz Pause hier. Eine Zirkustherapie wird benötigt. Oh Mann. Jetzt geht's aber los. Ich will doch nur auf Prestige 4 kommen. Los, nein, okay. Hier, die Enten. Wie sieht's aus? Die Enten, zack. Ach, die bringen halt irgendwie so wenig, gefühlt. Ein Zertifikat, nochmal ein Silberstern daneben. Ja, geht doch. Dankeschön. Gut, und wie funktioniert das jetzt? Warte mal, erstmal gucken. Zirkustherapie. Patienten bitten zu warten. Und die möchte... Erlege 5 Monobiester. Was? Ich stelle gerade eine Perücke her für einen Freund. Ich brauche schleunigst jede Menge Haare. Könnten Sie vielleicht für mich ein paar dieser Monobiester fangen? Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Aber ja, na klar, das kann ich gerne machen. Wir hauen hier nochmal eine Bank hin. Weiß nicht genau, ob die hier irgendwie mal warten müssen oder so, aber falls sie warten müssen, haben wir eine Bank. So, und eine Pflanze. Ja. Wie genau funktioniert das jetzt wohl? Wartet, wir machen mal... Oh shit, Leute. Oh shit, wir brauchen hier... Oh mein Gott, wir brauchen noch eine weitere Allgemeinmedizin. Und wir bräuchten vielleicht doch noch mal ein paar Bänke hier vorne. Das ist hier schon ganz schön voll aktuell. So. Könnten hier natürlich auch nochmal irgendwie so 2 Bänke nebeneinander packen. Und dann packen wir da auch noch eine Pflanze daneben. So, okay, wir müssen bauen. Ich lass mal eben kurz pausiert, Leute, weil ich's kann. Nee, ist glaube ich besser, wenn wir es einfach pausiert lassen. Ja, jetzt hätte ich natürlich gerne eigentlich diese Allgemeinmedizin auch eher da vorne hingebaut. Vielleicht können wir die hier noch mit ranquetschen. 61.000 haben wir noch. Wie teuer ist denn diese Clowns-Therapie hier? Pausenzimmer kann ich noch gar nicht. Kann ich noch gar nicht bauen, oder? Kriege ich erst. Ach so, warte mal. Wenn ich einen Mitarbeiter fortbilde. Okay, Sekunde. Wo ist denn der Typ, den man hier fortbilden konnte? Der hier, ne? Bereit für Weiterbildung, genau. Und wie funktioniert das jetzt? Ah, da. Weiterbilden. Verfügbare Kurse 7. Verfügbare Ausbilder 3. Teilnehmer, hier, genau. Nigella Parker. Soll jetzt Mechanik lernen, richtig? Ermöglicht dem Hausmeister an Geräten Upgrades installieren. Genau, das hier ist der Kurs, den ich haben möchte. Und da kriegen wir den. Ein Gastausbildender. Fast 15.000. Okay. Ah, ich verstehe. Wir hätten auch... Ah, wenn das jemand anders kann? Pass auf, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will Instandhaltung, dann könnte ich auch sagen, mein Typ hier bringt das bei, dann ist es gratis.
Ah, okay. Dann ist es ja sinnvoll. Okay, wir holen jetzt erstmal trotzdem Mechanik und müssen dann diesen Gastredner halt holen und den Kurs starten. Ich hoffe, dass der Typ das schnell genug hinbekommt. So, dann bauen wir noch eine weitere Arztpraxis. 3x3. Jetzt ist die Frage. Hier 3. Haben wir wieder. Warte mal, drei, haben wir hier vorne 3x4? Nee, das ist 3x5, ne? Das ist schon ganz schön riesig, 3x5. Oh. So, Sekunde, ich muss das drehen. Okay. 3x5. Und das hier ist jetzt 3x4. Ich meine, ich könnte auch 3x5 draus machen, dann könnten wir hier hinten. Da könnte hier hinten noch irgendwie nachher so ein relativ langgezogener Raum hin. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas findet sich bestimmt. Aktenschrank. Den packen wir hier hinten hin. So, einfach mal zwei Stück direkt. Dann packen wir hier noch Arzneischrank. Pflanzen nicht vergessen. Da sind die Pflanzen. Wie viel hat denn jetzt eigentlich. Wie viel hat denn das andere Zimmer? Wie viel Prestige? Das sehe ich jetzt gerade nicht, ne? Ich glaube, ich bin auf 4 gegangen. Also 4 müsste drin sein. 5 wird, glaube ich, dann schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Hier packen wir wieder einen Teppich drunter. So. So, ja, siehst du, sind wir schon 3. Dann so ein Erleuchtungsposter. Hier kann der Typ sich direkt anschauen. Über den Schrank. Das passt immer ganz gut, finde ich, hier mit den Zertifikaten und so. Da drüber. Das sieht immerhin so aus, als ob es geplant gewesen wäre. Packe ich hier nochmal so einen Stuhl hin. Wenn der Arzt gerade nichts zu tun hat, kann er sich ja mal ein bisschen ausruhen, ne? Eine Jukebox hier neben. Bisschen Musik hören. Falls es die Zeit erlaubt. Die nickende Ente. Ach ja, ich mag diesen Querverweis zu den Simpsons gerne hier, den sie da reingepackt haben. Aber eine Lampe wäre natürlich auch gut. Ich habe auch gesehen, letztens, Übungsgrün. Das muss eigentlich auch in jedes Art Ärztezimmer rein, ne? So klischeemäßig. Ich habe letztens auch gesehen, es gibt ja auch eine Uhr. Das wäre auch nochmal sowas, was man freischalten könnte für diese Kudosch. Haben wir denn noch irgendwas, was bringt hier? Klimaanlage? Die machen ja wirklich nur. Löscht den Durst, Trinkbrunnen. Erhöht die Krankenhausattraktivität. Ja, andere Pflanzen, hier so ein Skelettmodell oder so. Erhöht die Krankenhaus- und Weiterbildungstempo. Die wären für drüben gut. Oder so ein Fischbecken wäre doch auch cool. Schachtel. Es gibt so viel freizuschalten. Also, wir haben echt noch gut was zu tun, Leute. Das drehen wir mal eben so ein bisschen noch hier. Zack. Und dann sind wir ja gleich so gut wie auf 4. Vielleicht können wir einfach noch hier einen weiteren Teppich hinpacken. Glaube, die ganzen Räume sehen dann auch noch mal um einiges cooler aus, wenn die nachher erstmal, wenn wir noch mehr unterschiedliche Sachen haben. So, und dann muss ich tatsächlich wieder noch einen weiteren Arzt einstellen. Was hat er hier? Weiterbildungslehrgang. Erhöht Lern- und Lehrtempo in einem Weiterbildungszimmer. Ah, okay. Der lernt schneller und er kann auch schneller beibringen. Ja, so ein Diagnosetyp ist eigentlich immer gut, ne? Allgemeinmediziner, perfekt. Der hier ist eigentlich gut. Schmutzfing, lässt überall Leuten mit. Ja, okay, den holen wir uns. Oder sie holen wir uns. Perfekt. Play. Meine Güte. Weiterbildung. Um eine Weiterbildung zu starten, klick auf den Rechner. Ja, haben wir ja schon gemacht. Auf das Rednerpult oder Sätze eingeben. Ja, haben wir ja. Haben wir schon gemacht. Dann packen wir hier vorne jetzt nochmal Bänke ran. Könnte nämlich gut sein. Das hier, ach guck mal, wir brauchen gleich die Töpferei, Leute, kann ich euch jetzt schon sagen. Hat man doch schon gesehen. Tränkeautomat nochmal hier. Unseren Snackautomat. Ja, ich weiß, Patienten bitten zu warten. Dann, oh, ich mach nochmal Pause. Ich meine, ich krieg kein Geld in der Zeit, ist das Problem, ne? Aber ich brauche halt so eine Töpferei noch. Die kostet auch schon wieder 20k, Leute. Gott. Vielleicht können wir die hier hinten reinquetschen. Oh, die muss 4x4 sein. Shit. Die müsste theoretisch hier unten hin. Wie groß ist denn 4x4?
Oh, 4x4 ist schon sehr groß. Machen wir 4x5. Könnten wir hier vielleicht sogar noch einen weiteren Raum ranquetschen. Warte mal, wollen wir hier... Das ist 2 breit. Hier passt ja gar nichts mehr hin eigentlich. Warte mal. Machen wir es sonst so und dann könnten wir hier oben vielleicht noch was hinpacken. Dann machen wir hier den Eingangsbereich hin und die Töpferei. Wie war denn das jetzt nochmal? Die Leute kommen rein. So wäre es gar nicht mal so schlecht eigentlich, wenn wir sie hier hinpacken direkt. Die stellen sich hier hin. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Dann sehen wir zu, dass wir den auch nochmal hochgepusht bekommen. Da darf natürlich nichts hin, logischerweise. Muss bald mal wieder, glaube ich, wahrscheinlich jemanden einstellen, der sich da komplett drum... Oh, wir sind jetzt schon auf Prestige 3. Das ging schnell. Der sich darum kümmert, die Dinger hier immer zu bewässern. Die Blumen schon. Weil sonst sind die nachher wieder alle hinüber. Ich sag's euch jetzt schon. Das hier haben wir noch gar nicht, ne? Brauchten wir bisher scheinbar noch nicht. Hat sich noch niemand irgendwie mit dieser Krankheit da angesteckt. Weiß gerade gar nicht mal, wie die hieß. Ich weiß noch nicht, Klimaanlage und so weiter senkt die Temperatur, aber aktuell habe ich noch nie gesehen, dass es Probleme mit der Temperatur gegeben hätte in einem unserer Räume. Kann mich natürlich auch täuschen und es ist mir nur nie aufgefallen. Aber habe ich so noch nie gesehen, zumindest. In den Räumen kann man aber halt auch recht wenig machen. Du kannst so ein paar Poster an die Wand hängen. Und das war es ja eigentlich schon fast. Zertifikate hier. Zack. Ein Silberstern. So. Prestige 4. Passt. Was brauchte man da nochmal? Ich glaube, einen Assistenztypen einfach, ne? Ah, ne, ein Arzt. Okay, wir brauchen wirklich einen Arzt. Stelle ich dann noch einen ein? Ich stelle mal einen ein, den wir selber noch... Den wir selber formen können. So, du kommst mit, du bleibst hier. Du bist doch der Psychologe. Bist du doch, ne? Oder? Ja, genau. Warte. Da konnte man doch auch einstellen. So, das ist das Töpferding jetzt. Oh, Leute, wir haben Verlust gemacht. Und wir haben Notfall für die Apotheke. Heile 4 Patienten mit schlechtes Bauchgefühl. Das kriegen wir hin. Ja. Das kriegen wir hin. Ich würde gerne nur sagen, dass der Arzt hier in der Psychologie arbeitet. So, der muss in der Psychologie arbeiten, weil das der einzige aktuell ist, der das kann. So, Monobraue entdeckt. Alles klar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, zack, machen wir an der Stelle hier erstmal wieder einen Cut. Oben wird der Typ hoffentlich weitergebildet. Jetzt müssen wir mal zusehen. Also hier kriegen wir auf jeden Fall noch, ja, also ein oder zwei Räume kriege ich hier auf jeden Fall noch. Also ein auf jeden Fall. Hier hinten ist ja noch so mega viel Platz. Theoretisch müssten hier zwei Räume hinpassen. Vielleicht sogar hier noch ein dritter. Wäre halt die Frage, was für eine Art Raum dahin soll. Das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Also, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.